Schon aus der Ferne konnte man die Flammen im Hartensteiner Ortsteil Tierfeld sehen. Das Feuer hat in der Nacht zu Mittwoch große Teile des Wohngebäudes eines Dreiseitenhofes zerstört. Das Haus gilt als unbewohnbar. Zwei Bewohner, die darin gelebt haben, haben gegen ca. 4 Uhr die Flammen bemerkt, konnten sich allerdings noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Eine Seniorin, die darin lebte, musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Binnen weniger Minuten fing der gesamte Dachstuhl Feuer und brannte lichterloh. So wurden die Feuerwehren des Ortes und der Nachbarorte alarmiert. Durch deren rasches Eingreifen verhinderte man ein Übergreifen der Flammen auf einen benachbarten Stall. Dennoch entstand erheblicher Schaden. Das Feuer hat den gesamten Dachstuhl erfasst. Durch die Löscharbeiten ist der restliche Teil des Wohngebäudes sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Kollegen gehen im Augenblick davon aus, dass dort Sachschäden in Höhe von mehr als 100.000 Euro entstanden sind. Nach Beendigung der Löscharbeiten haben die Brandursachenermittler der Polizeidirektion Südwestsachsen ihre Untersuchungen aufgenommen.